Ganz ehrlich, größten Respekt in so einer Situation, die Kamera auch drauf zu halten und einfach die Situation so, wie sie ist und so, wie die Emotionen in dem Moment sind, auch mit den Leuten zu teilen. Macht nicht jeder. Okay, wollen wir jetzt reingehen? Folge 7, mentaler Tiefpunkt. Direkt ja. Das wird ein ganz harmonischer Stream auf jeden Fall. Freunde, es geht ab. Expedition für heute startet. Wir versuchen es erneut zum Meer zu schaffen. Zum Meer. Zu den Fischen. Wir haben alles mitgenommen, Freunde, für Leine. Mhm. Wir werden so eine Troutline, heißt es so, ja, ne? Ja. Also quasi eine lange Schnur mit mehreren Angelhaken auswerfen. Langleine, das war ja das, was wir auch dabei hatten. Hat man, glaube ich, nicht ganz so im Detail gesehen. Wir hatten zwei Stück dabei. Ich habe ja auch einer an diesem umgestoßenen Baum quasi ausgelegt und dann, ja, hat Stein, ja, ich glaube ein Stein war es, ans Ende gemacht, sodass die halt gespannt ist von diesem Baum aus. Und wir hatten welche mit, die an den Haken so kleine Mückenlarven-Imitate dran hatten. Also der Haken war quasi gefärbt und hatte am Ende so eine kleine Perle, so eine Kugel. Genau, weil wir haben uns nämlich dafür entschieden, das nicht erst vor Ort zu knüpfen, sondern schon fertig geknüpfte mitzunehmen, damit wir direkt ready to go sind und die rauslegen können. Gebissen hat jetzt nichts. Wir haben zwei Stellnetze dabei und wir versuchen heute mal diesen Weg hier. Oh, Stellnetze auch. An dem Fluss entlang. Der sieht echt unfassbar schön aus. Ich hoffe, dass wir nicht durch Wasser müssen. Das wäre der Bruch. Und ich hoffe, dass es allgemein etwas einfacher ist. Die Frage ist, die gehen immer einen anderen Weg, ne? Ich glaube, um vielleicht noch mal einen zu suchen, der besser ist, ne? Mhm. Geht. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird, wa? Was wird? Zu den Fischis. Boah. Zieh dich das rein. Jackpot, Mann. Ja. Da ist auch eine so irgendwie ein bisschen verschimmelt dabei, aber juckt. Juckt. Geil. Die werden sich jetzt reingeballert noch. Kann das sein, dass es früher mal juckt, juckt nicht hieß? So was wie, nee, eigentlich ganz ursprünglich hieß es mal juckt mich nicht. Hat man gesagt, juckt mich nicht, juckt mich nicht. Dann war die Abkürzung juckt nicht. Hat man nur gesagt, juckt nicht, juckt nicht. Und jetzt sagt man nur noch juckt. Kann das sein? Jugendsprache. Alter, wir haben gerade ungelogen eine halbe Stunde oder so hier alles tot geerntet. Junge. Digga, diese geilen Blaubeeren, Alter. Ja. Oh, geil. Die schmecken wie das Paradies, wenn du sonst nichts hast. Das ja. Ist so. Ich habe das in Schweden, damals in der ersten Staffel und dann ja auch hier mit Martin so gemacht, dass wir uns immer einen Behälter gesucht haben. Ich glaube, so hat das Martin auch gemacht, um den zu füllen. Um dann einen Überblick dafür zu haben, wenn du das mehrere Tage machst, wie viel du zu dir nimmst. Klar, du kannst die auch easy einfach vom Baum snacken, alles gut, gar kein Stress. Aber ich fand es immer ganz gut zu wissen, okay, wie viel habe ich denn konsumiert? Geht es mir zum Beispiel gut, geht es mir schlecht? Und dann kann ich das halt dementsprechend anpassen und habe so ein bisschen Gefühl dafür und einen kleinen Überblick. Fand ich immer nicht schlecht, aber muss man natürlich nicht machen. So krass. Das stimmt. Ist einfach gut, ein bisschen Zucker zu bekommen. Aber ich glaube, der Weg hier ist es nicht. Nee. Wir werden umkehren jetzt und am Fluss lang gehen. Vielleicht ist das wirklich der Way. Aber es ist ja kein richtiger Fluss eigentlich, ne? Aber die wissen das, glaube ich, nicht. Oder? Oder doch? Ist das ein Fluss? Fließt der? Es sah für mich eher wie so ein See aus irgendwie. Aber gut, vielleicht hat der so einen Ablauf. Oder was zum Fick ist das hier? Kompletter Pain da lang. Also ich würde 5 Euro drauf wetten, 5 Euro. Dass wir den Spot haben mit dem beschissten Weg zum Meer. 100%. 100%. Aber ich glaube tatsächlich, das dachte jeder so ein bisschen. Also jetzt nicht auf dem Weg zum Meer, aber was so die Dichtigkeit des Spots angeht. Guckt euch an, hier überall so riesige Bäume. Krass, das ist wirklich faszinierend auf eine Art. Wenn ich's... Irgendwie finde ich stylisch, dass er das Messer hier so schräg am Gürtel hat, so gleich so auf ziehbereit. Wenn ich hier nicht den Weg gehen müsste zum Meer, um zu angeln, würde ich es gerade krass feiern. Aber so, ungeil. Aber egal, machen wir. Ich hoffe jetzt, wenn wir über diesen Hügel hier gleich sind, der vor uns ist, dass es dann nicht mehr so weit ist. Weil so jeder Bewegung, die man macht, es geht der Puls so direkt unfassbar krass hoch, ne? Ja. Oh. Na, durch Nahrungsentzug wahrscheinlich. Alter, das ist so.
So, drei Leute sind noch am Leben in Battle Royale. Stuff. Vom Puls her. Wow. Und ich bin irgendwie gespannt, wie wir das die Tage machen sollen, weil heute geht es auf jeden Fall noch. Rückweg geht auch noch. Morgen vielleicht auch noch. Aber ich sag ehrlich, eigentlich, wenn man ehrlich ist, geht's auch heute schon nicht mehr. Das ist gerade so auf Krampf, was wir machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Bro. Ich kann fast meine Füße nicht mehr heben teilweise. Es ist super gefährlich alles. Es ist Tag 3, ne? Also gefährlich ist es auf jeden Fall. Ja. Puh. Boah, ich habe mir gefühlt jedes Szenario ausgemalt. Außer das. Tiere nachts, ich kann nicht pennen und so. Und es ist alles gefühlt andersrum gekommen. Ja, aber es ist oft so. Ich kann nachts übelst gut pennen. Wir haben nichts gefühlt an Tieren. Und in meinem Kopf waren wir an so einem Fluss oder so. Aber ich glaube, die beiden sind ja jetzt... hat Kevin nicht auch mal eine Zeit lang irgendwie Sport gemacht oder für Boxkampf? Aber ich glaube, sonst an sich sind die beiden ja jetzt nicht so, dass sie irgendwie mehrfach die Woche Sport machen und überhaupt auch unabhängig vom Nahrungsentzug körperliche Betätigung kennen, oder so? Also generell für den Körper. Da jetzt so durchzulatschen, das ist ja nicht wie du machst jetzt einen kleinen Spaziergang. Das ist ja schon anspruchsvolles Gelände. Und aber die beiden sind ja das, denke ich, auch so nicht gewohnt. Da knallt das dann rein, umso mehr. Und hier müssen wir jetzt ultra weit zum Meer laufen. Krass. Das Meer. Hier ist es. Wir haben es. Ich sehe es. Nice. Okay. Oh mein Gott, das haben wir so lange nicht mehr gesehen. Krass. Jedenfalls nicht von so nah. Also, ich sag mal so, die hatten es schon wahrscheinlich, was die Trinkwassergeschichte angeht. Wenn die wirklich kein Trinkwasserquelle irgendwie am Meer hatten, wo was aus dem Inland rauskam, dann hatten die es vom Spot her, was Trinkwasser angeht, schon am schwersten, würde ich sagen. Weil das verändert ja alles, wenn du da jedes Mal da raus musst und so. Das ist schon heftig. Oh mein Gott. Weil alle anderen hatten ja einen Stream, der irgendwie aus dem Wald rauskam. Pass auf, Bruder, hier geht's sehr, 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 sehr tief runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Da hinten ist die, ich könnte. Oh. Oh. Da ist die Seezunge, an der wir gestartet sind. Oh mein Gott. Oh. 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 Wenn man sich das mal ohne Bild anguckt, sondern mit Ton, auch nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so schön. Alter, da hat da jemand schon ein Meme draus gebastelt? Das ist ja viel zu nice. Fuck. Oh mein Gott. Krass. Krasse Scheiße. Bro. Die haben uns gefickt. Geil. Leute, ist wirklich. Wir sagen das so oft, weil wir im Kopf die ganze Zeit diese Überlegungen hin und her überlegen und sagen, übersehen wir was, wie können wir das machen, aber wie sollen wir das schaffen? Also es war heute schon Limit bei mir. Wie sollen wir das schaffen, an Tag 10 hier hin und zurück zu laufen? An Tag 11, 12. Tja, ist halt die Frage, ob du überhaupt dahin laufen musst. Weil im Endeffekt ist es ja nur, in Anführungsstrichen, das Thema Nahrung. Das ist die Frage, ob man halt eher in dem Umkreis, aber ja, schwierig von außen jetzt. Ey, wollen wir es jetzt halt experimentmäßig rausfinden, oder was? Schmeckt halt salzig. Ja, das ist wie so ein Sushi-Blatt. Aber das ist normal. Das kommt ja aus dem Salzwasser. Ich sag ehrlich, schmeckt so, als könnte man es essen. Ja, aber stell dir vor, nicht hängen. Da müssen wir nachdrücken, wenn wir kotzen. Boah, fuck. Risiko. Schaut euch diese Wellen an. Mann, wie sollen wir da aus dem Fisch fangen, Bro? Ja. Bin ich mal gespannt. Ich will auch nicht die ganze Zeit einfach nur rumheulen, aber. Scheiße, ey. Also sag mal realistisch, Bro. Ich will jetzt nicht der Guy sein. Aber alles, was wir hier reinwerfen, ist weg. Und es ist Ebbe, Leute. Das wird noch schlimmer. Was man halt machen könnte, ist hier drüben
ist vielleicht ein bisschen eine seichtere Stelle, wenn wir ganz darüber laufen. Es wäre halt geil, wenn in einem von diesen Becken so ein Fisch drin gefangen wäre. Ja, hab ich auch schon gesagt. Aber es ist keiner. Ja, ich setze mich mal kurz eine Minute hin. Ja, ich auch. Oh, das ist der Thumbnail, glaube ich, ne? Ich glaube, ich bin gerade eins vor Wallen, Mann. Aber ich kann es völlig verstehen, dass die jetzt gerade an so einem mentalen Tiefpunkt sind, wie auch die Folge heißt. Ja, weil jetzt kommt gerade so diese Realisation, wo du merkst so, Alter, wie? Wie zur Hölle soll das hier gehen? Wir kriegen ja safe keinen Fisch raus. Wir jedes Mal hier hinlatschen funktioniert auch nicht. Wie soll das funktionieren? Scheiße. Wir müssen das auf No-Food durchziehen. Ja. Ganz ehrlich, größten Respekt in so einer Situation, die Kamera auch drauf zu halten und einfach die Situation so, wie sie ist und so, wie die Emotionen in dem Moment sind, auch mit den Leuten zu teilen. Macht nicht jeder. Ich find's stark. Weil das ist ja das, was das ausmacht. Genau diesen Struggle zu sehen. Beine einfach. It's the real shit. Mann, Digga, ich muss es unbedingt schaffen. Ich glaube, die haben alle unter Kanada was anderes erwartet. Also die Teilnehmer, absolut, habe ich ja auch. Was nur eine Hilfe. Boah, Digga, wir fangen hier nichts. Ich weiß nicht, wie wir das aufpullen sollen mit unseren 1 Meter Stellnetzen, Digga. Wo ist der Fluss mit den Lachsen? Auf jeden Fall nicht auf Vancouver Island im Norden irgendwo. Ja. Vielleicht sollten wir es einfach trotzdem versuchen. Müssen wir. Ja, einfach reinschmeißen. Müssen wir. Müssen wir. Krass, dass sie jetzt so... Es kommt mir vor, als würden die jetzt sehr, sehr lange die einzelnen Leute zeigen, ne? Sonst war der Switch teilweise immer schneller. Lass uns zusammenreißen und diese Leine ausspannen. Tag 3 und ich bin gebrochen, ey. Wann bricht deine Psyche? Da haben wir es wieder, ja? Also ich meine, versteht das nicht falsch, ne? Wir machen trotzdem weiter. Aber ich will weiterkommen als Tag 7. Ja, sehr gut. So. So, wir bauen jetzt eine Meeresangel. Das ist so die Uhrzeit, wo dann die größeren Fische, weil man erkennt das einfach immer an den Möwen. Das ist unsere Hoffnung. Das wird der Schwimmer sein. Und wir brauchen einfach die Möglichkeit, weit rauszukommen. Deswegen ein großes Blei, damit wir richtig schön weit rauswerfen können. Wenn wir heute einen Fisch fangen, das wäre so schön. Ja, das wäre geisteskrank. Entweder gibt es heute Feuer und Brühe. Ich muss kurz das Blei ablegen, sonst reiße ich mir den Haken rein. Feuer mit Brühe oder Feuer. Oder mit Fischsuppe. Mit Lachs oder ihr. Es ist doch scheißegal, was für eine Sorte, gell, sag ehrlich. Ja, komm, also. Uns ist scheißegal. Nein, ich würde sagen, Lachs schmeißen wir wieder zurück. Ja, heute keinen Bock auf Lachs. Heute keinen Bock auf Lachs. Okay, wir melden uns gleich vom Wasser. Boah. Fall hier nicht runter, sonst ist Game Over. Fallen wir hier rein. Aber ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, und das finde ich ja auch gut, dass diese Hype-Phase vom Anfang gerade so ein bisschen weg ist, ne? Wir haben jetzt Tag 3, ist noch alles entspannt, es ist noch viel, viel Zeit, die noch kommen wird. Aber man merkt so, klar, auch nochmal ein Scherz und trotzdem gute Laune, aber dieses so ein bisschen Überdrehte ist gerade nicht da, was ich aber tatsächlich ganz angenehm finde. Das einzige Problem, das ich sehe, ist halt wirklich die Algen. Dass da alles hängen bleibt. Ja. Einfach mal den Mach Kopf mal einen Test. Okay, bist du bereit? Erster Wurf. Erster Wurf, go.
geht. Geht. Konstruktion top. Geht. Top. Oh. Oh, knapp. Oh. Aber Konstruktion. Aber was ist denn da dran am Haken? Konstruktion, die gute Konstruktion. Jetzt gilt es. Warte mal, hat man das gerade gesehen? Konstruktion, die gute Konstruktion. Jetzt. Ach, guck mal, hier ist ein Gummifisch oder sowas dran mit dem Haken. Gummifisch mit dem Haken sehe ich hier. Das würde aber heißen, glaube ich, ich bin kein Angler, ich habe zwar einen Angelschein, aber kenne mich nicht so aus, dass man den ja eigentlich zurückholen muss, oder? Damit er sich halt so leicht bewegt. Das ist doch, warte mal, Spinnenfisch nennt man das. Und dann gibt es halt die Möglichkeit des Jiggelns. Wie war ein Jiggeln nochmal? Irgendwie über den Grund hüpfen lassen oder sowas? Absinken lassen, einkurbeln, irgendwie sowas, ne? Gilt es, weit rauszukommen. Jiggen? Da, wo die Möwen oder sind. Jiggen ist immer so andippen oder das, ne? Ich müsste mich da eigentlich auch nochmal mehr reinfuchsen, ey. Aber man will so viel machen. Da, überall da wird gejagt. Ja, aber guck mal, wie weit das ist. Wie kommen wir da hin? Wir haben einen Versuch. Wir haben 50 Meter Schnur hier in etwa in die Plastikflasche gerollt. Das hier behalte ich in meiner Hosentasche. Das dürfte, wenn wir auswerfen, eigentlich aus der Flasche abrollen. Ja, quasi. Verstehe. Wie eine Angelrolle. So. Ich hoffe, es verändert sich nicht. Ich habe es ganz soft aufgelegt. Wir haben einen einzigen Versuch, ansonsten ist das alles weg. Bleibt es hier in den Algen hängen, ist Game Over. Wir müssen aber in diese Richtung werfen. Es sind überall Algen. Da springen die ganze Zeit Fische raus. Ah, oh je. Halt drauf. Hey, mit so einer schönen langen Angel, verlängerter Arm, könntest du da so easy reinwerfen. Wir halten drauf. Okay, let's go. 3, 2, 1. Komm! Ja. Jawoll! Leck mich am Arsch, es hat geklappt. Heb die Flasche fest. Die Scheiße hat geklappt. Boah. Der Fisch schwimmt unten, es hat geklappt. Boah. Da ist wieder kurz die Hype-Phase, als hätten sie gerade einen Fisch gefangen, oder? Sagt ehrlich. Das hat geklappt mit der Flasche. Pass auf. Komm hoch, Klippe. Scheiße, die Schnur. Ja, die Schnur ist jetzt in den Algen. Scheißegal. Siehst du unseren Fisch? Boah, da springst du gar nicht. Ich sehe sogar unseren Fisch. Schau, das ist wir sind genau richtig. Das ist genau richtig. Wir sind genau richtig. Alter, wie geil wäre das, wenn jetzt ein der Fisch der Köder ist draußen. Hängt irgendwo an den Algen. Was mir am meisten Sorgen macht, was mich richtig aufregt, dass die Möwe weg ist. Warum sind nur die Möwen weg? Ich kann es mir gar nicht erklären. Ist jetzt hier fertig, die Fangsaison? Die Möwen sind weg. Mensch, warum sind denn nur die Möwen weg? Ich kann es mir echt nicht erklären. Überleg mal, wir waren richtig nah dran an den Lachsen, gell? Ja. Also, jetzt haben sie wieder eingeholt und auch völlig verheddert. Wir hier zum Erfolg kommen. Das ist immer viel Arbeit. Jetzt müssen wir erstmal entknoten, Leute. Jetzt dauert's. Nee. Ja. Und viel Materialrisiko. Jedes Mal. Scheiße. Jedes Mal, egal. Ein Fisch und dafür das verlieren, wäre es mir wert. Dann essen wir die. Oh, da ist schon Sonnenuntergang, ne? Da hat er keine Kalorien. Oder? Das bringt halt nichts. Genau. Das bringt uns halt. Salat schon auf der Bizeps. Hier ist ja schon Sonnenuntergang. Da frage ich mich, was haben die den ganzen Tag eigentlich gemacht? So eine See, wir können das alles probieren. Das können wir alles essen. Aber so weit sind wir noch nicht, glaube ich. Sind wir schon so weit? Mir wäre eine Muschel lieber. Gekuschelt haben die? Ah, okay. Das soll eine Muschel sein. Aber wenn uns die umbringt. Ja. Zur Hauptspeise, mein Herr, Hammer. Oh, Miesmuscheln. Ja, servus. Die werden am Schneidebrett hier serviert. Das ist ein Träumchen. Ey, das Schneidebrett lag ja, also kein Schneidebrett, aber das lag hier einfach rum. Das ist von irgendeinem Möbel. Ich liebe Möbel. Ja. Ich liebe Möbel total. Ja, wenn wir mal gucken. Wir machen Feuer hier richtig, richtig schön. Wir haben jetzt ein paar. Ich liebe Möbel, als ob es Leute gibt, die Möbel hassen würden. Treibholz spalten. Ja? That's the plan. Und dann seid ihr live dabei. Wir haben Gott sei Dank Feuerzeug auch in der Flasche. Ja, Gott sei Dank. Ein schönes Feuerzeug haben wir in der Flasche. Richtig schönes. So. Oh. Direkt nach dem Powernap war ich im Wasser scheißen. Cool. Und war eh nackt drin. War bis zur Hüfte drin und hab hier das Cape rausgeholt. Und das ist jetzt super frisch. Frischer wird's nicht. Also hat Max jetzt ins Meer geschissen und während er nackt im Meer scheißen war, hat er auf dem Rückweg
nebendran noch ein paar Algen eingesackt aus dem Scheißwasser. Du hast es schon mal probiert. Du willst das ganze Stück essen? Ich esse das ganze Stück, ja. Wollen wir, brauchen wir erst das Wasser runterspülen? Nee. Geht's so? Sau trocken im Mund. Das werde ich brauchen. Okay, guten Appetit. Aber nicht alles auf einmal essen hier. Wir haben keinen Süßwassersee. Das ist einfach unsere Nahrung jetzt, ne? Ja. Alter. Sag mal, komm. Was? Das geht gar nicht. Das ist geil, Alter. Diese Dynamik zwischen den beiden, ey. Wie Romata schon wieder dabei guckt, so, ja, sag's der Kamera, so, quatsch mich nicht voll. Viel zu geil, viel zu geil. Wahl, ne? So schwer ist das alles nicht. Das doch unterspielen, wenn man mehr isst. Na, ob Max das auf ist? Wenn man Sachen runterspielen muss. Das kann auf jeden Fall ganz doll. Naja. Geil, Alter. Ah, so. Schade, man hat nicht gesehen, ob er es aufgegessen hat. Wir haben jetzt hier gerade die erste Wand, das sind unsere Köpfe, dass es nicht so zieht und nicht reinregnet. Die ganzen Treibholz... Also shelter-mäßig schon stark, oder? Die Stücke sind schon richtig tief in der Erde eingegraben. Da haben wir echt viel Glück mit dem Sand für die Stabilität. Die noch nicht, wir brauchen noch deutlich höhere. Da sind locker 30 cm drin. Da braucht man echt riesen Stücke, die auch nicht zu schwer sind, dass wir die hierher tragen können. Wir gehen, glaube ich, gleich nochmal los. Hallo Kackbär, du bist der beschissenste, jeder Bär, der hier ist der allergrößte Loser auf dem Planeten. Du hast einfach 37 Revierkämpfer am Stück verloren und musst jetzt hier im Sumpf hocken. Dich. Alter, was ist denn da los? Was ist denn das für eine, also was ist denn das? Was? Was ist denn hier los, hä? Ja, wenn wir jetzt hier einen sehen, ich sprinte zu dem Hohen und ziehe einen Kieferhaken. Alter, ich glaube, das Max sogar. Ich glaube, wenn da jetzt so ein kleiner Schwarzbär, klein in Anführungsstrichen, um die Ecke kommt, Max rast einfach ausrennt hin und killt den. Weil er so ein Loser ist, Alter, der würde doch nicht mal gegen eine Nacktschnecke sein Revier verteidigen. Was? Also jeder Bär, der hier lang kommt. Warum ist Max gerade so? Was ist denn da los? Das ist der größte Versagerbär. Ich weiß nicht, was der Herzen der Bär hier ist. Frösche. Frösche und Molche, weil er so kacke ist, dass er nicht mal einen Hasen kriegt. Der ist so leicht, du wirst begeistert sein. Max riecht sauer. Ja, wollen wir den zum Baum benutzen oder für Feuerholz? Können wir auch echt mal probieren, wenn das Feuer heiß genug ist, brennt der Scheiß vielleicht. Ich meine, es ist morsch und trocken. Oder die Alge kickt rein, das wird's sein. Die Alge kickt rein. Oh, jetzt Malore, Alter. Westliche Kröte Anaxrus bores. Die westliche Kröte sollte nicht verzehrt werden. Wie viele Krötenarten scheiden auch wesentliche Krötenhautsekrete ab, die Giftstoffe enthalten. Diese Hautgifte dienen der Verteidigung gegen Raubtiere und können bei Menschen und anderen Tieren Vergiftungen verursachen. Ja. Noch ein Haustier mehr, vielleicht auch eine Nahrungsquelle. Aber sehr räudig. Schmecken super. Ja? Ja. Wie Huhn. Joey geht direkt rein, Alter. Nur, wir haben noch kein Feuer. Und den können wir jetzt nicht morgen essen. Dann ist der nicht frisch. Weißt du? Ja, aber die könnten doch einfach Feuer machen. Jan ist aber auch, also Jan zieht aber so ein Gesicht wie so ein richtiges vierjähriges Kind, das gar keinen Bock hat, gerade mitzuhelfen. Alter, geil. So. Und jetzt fangen wir an, die Konstruktion für die Hütte zu bauen. Alter, also Jans Gesichtsausdruck wirklich so ja, nice. Reichlicher Material, man sieht, wir haben viel geholt. Jetzt fangen wir an. Was machen die denn da?
Was denn, ob der Plan ein Dach baut oder was? Ablassen. Top. Bauen die eine Markise oder was? Kann man auch mal laufen lassen, so eine Szene, einfach mal eine Minute. Ja, guck mal, hier drüben ist doch was festgebunden schon. Diese Schnur habe ich gefunden am Strand. Das kommt wahrscheinlich von so einem Fischerkutter. Ja. Und das können wir ja komplett. Erinnert mich an Panama. Boah, habe ich da viel Schnüre geknüpft. In einzelnen Trennen. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 8. Boah, und ich weiß noch, das eine Mal habe ich nachts, weil ich nicht pennen konnte, im Mondlicht, einfach so ein Ding weiter auseinandergeknüpft, damit ich was zu tun hatte, damit die Zeit vergeht. Weiß gar nicht, ob ich das gefilmt habe überhaupt. Mal. Oder mal erzählt habe. Ja, 1,10 Meter gefühlt. Boah, die Tanne ist schon komplett geschält. Als nächstes kommt die hier. Und ich muss offen und ehrlich zugeben, ich könnte mir keine bessere Beschäftigung vorstellen, als diese Bäume zu sägen gerade. Das ist körperlich nicht zu anstrengend und das ist jedes Mal ein Erfolgserlebnis, wenn so ein Ast abgeht. Und ich meine, guck mal hier, so ein Ast, zieht 0, nichts ab. Mega. Und es fühlt sich so nice an. Satisfying. Also das Ding jetzt noch komplett entschälen hier und dann geht's ins Bauen wieder. Mittlerweile blauer Himmel und alles, also das ist ja wirklich herrlich. Gerade wieder richtig geil alles. Okay, jetzt bauen wir weiter. Wir haben Material ohne Ende geholt. Jan hat gesehen. Also die Dynamik ist einfach, ist einfach wild. Da vorne haben wir Stämme ohne Ende. Das sind insgesamt 12 Stämme, die wir gesägt haben. Da ist der ganze Material. Alter, was ist denn hier passiert? Also bei denen ist wirklich Großbaustelle. Guckt euch das mal an. Das sieht ja aus wie irgendwie, keine Ahnung, beim Baumarkt hinten im Außenabteil, wo du mit so einem Hänger reinfährst und da sind überall so Stapel und hier und dann kannst du dir das runternehmen und das. Guck dir, Alter, holy moly, ist eine komplette Materialschlacht. Das brauchen wir auch später für Dichtung. Und hier haben wir die erste Konstruktion. Jetzt geht ein Pfeil in die Richtung und dann kommt einer quer. Dann haben wir halt so eine Art Quadrat. Und dann stellen wir halt quasi alle 40 cm einen weiteren Stamm. Kann man Wie so ein Grill. Ja. Okay. Und dann haben wir halt, und dann müssen wir das auch binden, oben und unten. Und wir haben halt dieses Seil gefunden und damit binden wir das, dass es wirklich der Konstrukt fest ist. Dann haben wir erstmal, dann haben wir schon richtig viel geschafft. Und dann geht's weiter. Ich nehme die Äste oben an, Joey schiebt die hoch und dann knoten wir das Ding schön fest. Sehr schön. Du bist auch der Parkourläufer, ne? Ja, ja, ja. Deswegen. Ihr kommt hier auf den Kopf und dann klettern wir kurz hoch da. So, auf der Stirn sitzt da drauf. Alter, die Hände schön harzig. Vorsichtig, dass das hier jetzt nicht einbricht. Das wäre natürlich richtig. Das wäre lustig. Ja, easy. Ist das da nicht sogar der Weg von denen zum Fluss, zum See? Vielleicht, ne? Die H3, ja. So wird langsam ein Dach. Ja.
Ja, aber sieht doch ganz cool aus, ne? Aber da brauchst du ja dann eine Plane drüber, weil der Winkel ist ja kaum vorhanden. Also wenn du da jetzt natürliches Material drüber machst, dann wird das ja nicht funktionieren. Da brauchst du wirklich irgendeine Folie. Tarp oder anders. Okay, Freunde, wir nehmen jetzt hier ein paar Steine auf jeden Fall mit. Also das ist auf jeden Fall nicht umsonst der Trip hier. Ja. Weil bei uns gibt es absolut keine Steine. Hä, aber wollten die nicht jetzt das Netz oder den Langleitweg mal ausprobieren? Steine aus irgendeinem Grund. Und dann können wir in der Flasche abkochen, was ein huge Upgrade ist. Man muss halt bei Steinen am Wasser immer darauf achten, dass man die irgendwo nimmt, wo die jetzt nicht die ganze Zeit nass werden. Sonst platzen die uns im Feuer. Also nicht vorher von unten nehmen. Mhm. Deswegen nehmen die extra von oben. Ich wäre informiert. Kann natürlich theoretisch trotzdem sein, dass die platzen, aber hoffen wir einfach mal nicht. Kaugummistein. Lass uns die Stellnetze errichten, Bro. Ach so, okay. Wir kommen bei Fluss hier rein. Ja. Und wenn die raus wollen, catchen wir die. Genau. Aber ich bin gespannt, wie die jetzt da aufbauen. Bro. Ja, wir versuchen es. Hier. Ja. Hier machen wir. Ja, vorne an dieser Enge hier, ne? Ja. Super crazy groß ist es nicht, aber. Nee. Hat auch auf jeden Fall kleine Maschen, also werden eher so ein bisschen kleinere Fische fangen damit. Bin ich sehr gespannt, wie die es jetzt erstmal aufbauen gleich. Kannst du mal Ich habe jetzt hier zwei Stöcker gefunden. Und Dominik hat so einen Prügel gefunden. Damit hauen wir es rein. Und damit hauen wir es jetzt rein. Ich hoffe, das funktioniert. Also meine Prediction, das wird sowas von weggespült von der Flut. Das ist ja ein gutes Upgrade. Also bei einem Fluss oder so denke ich mir so, ja, aber die Flut ist ja so stark. Wenn du da jetzt so zwei so eine Dinger rein. Netz ist fertig. Ist jetzt nicht Killer, aber wir werden es auf jeden Fall mal probieren damit. Wir haben jetzt überlegt, ich gehe vielleicht darüber zu diesem Stein, dann können wir es an den Stein quasi am Stein ranmachen. Und Dominik wird seine Seite dann hier befestigen. Bei diesen zwei Steinen hier dazwischen. Einfach mal in den Boden stecken und gucken, was passiert, Leute. Ja. Ist unsere Hoffnung. No sexual. Wie kommst du dazu rüber? Sollen wir zusammen irgendwie laufen? Soll ich das rüberschmeißen? Ich laufe einfach einmal außen rum. Nur falls laufe ich durch Wasser, ist okay. Wir können auch hier machen. Das wäre auch nämlich, hab ich auch überlegt, ja. Hier so? Ja. Ist gut, lass machen. No way. Also das ist halt, guck mal, die Flutlinie ist ja hier oben. Ah, warte, ihr seht es gerade nicht. Hier oben siehst du ja die Flutlinie. Das heißt, das hier ist auf jeden Fall komplett unter Wasser. Und ihr seht ja, wie jetzt hier schon das Meer, diese Meer am Start und die Wellen vor und zurück gehen. Das ist hey, weg, oder? Obwohl, ja, unser Container ist gefickt, Leute. Schau mal hier. Dieser Deckel geht ab. Mhm. Kannst du kurz einen geilen Knoten da machen? Ja. Okay, aber jetzt wollen die es noch gut sichern, oder wie? Das Netz ist fertig gespannt. Wir haben es da hinten einmal festgeschlagen. Ja. Hier einmal zwischen so einen Stein gelegt und dann hat Dominik hier noch an so Anemonen oder was es ist, das noch so festgeschnürt. Kunstvoll. An Anemonen festgeschnürt, okay. Ich hoffe so sehr, dass das uns erstens einen Fisch bringt und zweitens, dass es erstmal überhaupt hält. Okay, wir müssen unbedingt nach Hause, man sieht die Sonne nicht mehr. Wir müssen uns ehrlich beeilen. Let's go. Naja, mit viel Glück sind die Steine vorher so ein bisschen als Wellenbrecher. Ja, weiß nicht, vielleicht kann es ja auch klappen. Aber ich. Wenn das uns ein Fisch bringt, glaub, bin ich der glücklichste nicht, dass Mensch es auf hält. Erden, ich glaube, das wird weggespült. Oh, die haben wir noch gar nicht gesehen, die Jungs heute. Was ist denn hier los? Haben jetzt hier gerade schön Pause gemacht. Oder machen noch Pause. Ich werde mich auch gleich noch mal kurz hinlegen. Also, Sonne ist heute gar nicht. Die schafft es nicht, den Nebel wegzudrücken. Obwohl sie da oben steht, man sieht sie da. Mhm. Ja, ich habe Anni jetzt erstmal Vlies reingereicht und mir auch mal jetzt gegönnt.
ist schon krass, wie kühl einem wird, ne? Ja. Der Körper hat halt nur das Fett zum Verbrennen. Ja, das ist krass. Das unterschätzt man echt, dass einem viel, viel kälter ist bei Nahrungsentzug. Und das braucht halt. Aber Hunger bei dir? Immer noch nicht. Gar nicht, ne? Ich war aber immer noch nicht scheißen. Noch besorgen. Ich war jetzt auch nicht scheißen heute. Also ich scheiß sonst jeden Tag mindestens einmal. Weiß, Dirty Talk jetzt hier. Dirty Talk, Alter. Ja, das kenne ich irgendwie anders. Also, aber ja, muss auch nicht. Ich muss morgen scheißen. Also. Ja, wenn nicht, musst du mal probieren, einfach zu drücken. Alter. Einfach mal probieren. Einfach mal nackig hinhocken, einfach mal ein bisschen drücken. Das muss halt raus. Ja. Ja. Muss halt raus, ne? Naja, wir machen jetzt auf jeden Fall. Wenn nicht mal mit dem Finger ein bisschen nachpopeln. Keiner, ne? Genau. Und dann wird beim Lager. Nee, dann wird erstmal Wasser geholt und dann wird beim Lager weiter gebohrt. Oh, Alter. Umgeknickt, live auf Kamera. Direkt raus. So. Es ist sehr kalt geworden. Jo. Alter. Wir haben uns jetzt aus unserem Schlafplatz von unserem kleinen Mittagsschlaf nach hier unten. Aber weißt du, was geil ist? Man sieht hier richtig geil, wie das fließt, ne? Also die haben hier so ein kleines Loch gegraben, weil das hier irgendwie so unter den Steinen ins Meer reinsickert. Aber man merkt anhand den Wellen hier, ja, wie da eine richtige Geschwindigkeit drauf ist. Das ist gut. Weil wir kein Wasser mehr haben. Ja, jetzt wird ein bisschen mal getrunken. Ich weiß ja nicht, warum das so kalt geworden ist. Ja, der Nebel ist halt, da, windig. Ja. Ach, guck mal, Flut haben wir auch wieder. Aha, wie hoch die steht. Ja, zeig mal. Schon sehr hoch. Naja, aber geht schon noch. Das haben wir euch vorhin noch gar nicht erzählt. Diese zwei Stämme da sind auch neu. Die kam über Nacht. Ja, und hier seht ihr das ja, wie es jetzt aussieht hier. Aber geil. Hat irgendwie, also vom Feeling fürs Bild. Man sieht die Küste gar nicht mehr, aber ist schon nice. Auch sonnig, ganz komisch. So, jetzt wieder hoch. Weiterarbeiten. Wir müssen es schaffen. So, wir haben das jetzt da fertig belegt. Dach ist quasi jetzt auch fertig. Jetzt machen wir sehr viel grünes Zeug, um die Spitzen zu schützen, damit die Folie nicht kaputt geht. Aber wenn das passiert. Er meint, um die Folie vor den Spitzen zu schützen. Gugulugu! So, wir haben jetzt nochmal umgemodelt. Wir sind jetzt mitten dabei, die zweite Wand zu machen. Die wird aber jetzt nicht so aufwendig. Die wird mit Lücken gemacht und dann kommt eine Plane oben hin, damit, wenn die Wetterseite. Wenn der Regen von der Wetterseite stark kommt, dann wir da auch ein bisschen geschützt sind. Einfach vorsichtshalber. So, Freunde. Andi hat noch eine Geschichte für euch. Oh. Weil ich hier eben irgendwo hängen geblieben bin und ein bisschen gestolpert bin, hat er mir was mitgeteilt. Erzähl mal den Leuten, Andi, was war denn da gestern? Ich wollte es erst nicht erzählen, aber gestern bin ich am Strand noch, also am Strand, an der Küste lang gelaufen, hab noch gescoutet. Guck die Leute dabei ruhig an. Bin wirklich sehr, sehr weit gelaufen und dann dachte ich mir, Alter, das ist jetzt bestimmt schon eine richtig lange Zeit vergangen. Ich sollte mal jetzt zügig zurück, weil Gerrit macht sich Sorgen oder Gerrit macht sich jetzt auf den Weg und er soll da nicht langlaufen so. Weil es übelst gefährlich ist, an der Küste lang zu laufen, alles glatt. Ich zügiger, ey, das funktioniert ja voll. Okay, noch ein bisschen zügiger. Dann rutsche ich mit dem rechten Fuß weg, weil halt alles glitschig ist. Ich schwöre es euch, es ist alles glitschig. Fang mich mit dem linken Bein, rutscht da auch weg. Fang mich mit dem rechten Bein wieder so bam, 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 rutscht wieder weg. Und dann habe ich mich gefangen und guck direkt nach hinten, ob Gerrit geguckt hat. War natürlich Quatsch, aber das ist so ein Reflex, wenn ich scheiße dumme Sachen mache, guckt Gerrit meistens immer. Und deswegen, oh, hat er geguckt. Gibt's direkt Schelte, Alter. Aber es ist alles gut gegangen. Und wenn es scheiße gegangen wäre, hätte ich mich geärgert, weil keine Kamera dabei war. Aber so, alles cool. Ich glaube, das wäre aber richtig krachen gegangen auf den Klippen, Alter. Ich glaube auch. Ich habe mir was aufgeschrieben. Also Andi ist gestern auf eine kleine Erkundungstour an der Küste gegangen, aber hatte keine Kamera mit. Chillig. Ach Mensch, naja, egal. Gerissen, ja. Ja, locker. Ja. Schön Schädel aufgeschlagen, zack, blutend da liegen, bewusstlos, von der Flut weggetragen. Irgendwo. Aber stimmt, da die Leute, weißt du, die Leute im Camp sehen dann einfach dein GPS-Tracker immer weiter auf den Ozean treiben. Es ist lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Weißt du, was ist denn eigentlich, wenn einer von uns so einzeln läuft und dann bewusstlos wird? Wieso? Ja, nicht machen. Ja, ja. Ab jetzt nicht machen. Oh, ja, ja. Also wirklich, also gestern ging es noch, aber ab jetzt nicht mehr alleine.
ganz ehrlich. Ich war dann so süchtig auf einmal, ich habe es richtig gemerkt. Weil ja, ja, das war mir schon klar. Und ich wollte noch eine Ecke angucken, ja, und noch eine Ecke. Und dann dachte ich, oh scheiße, ganz schön weit weg schon. Aber ja, zu diesem Sandstrand, den Anni gefunden hat, wollen wir dann jetzt hier nochmal durch den Wald laufen dann, das einen der nächsten Tage. Das ist geil, das ist gut für den Kopf auch, wenn du mich siehst. Ich glaub's. Da gehen wir dann mal so richtig schön ein Wegbaden, Alter. Ja, ja. Wenn es das Wetter noch zulässt. Ein Wegbaden. Oha. Die Perle, geil. Ist soweit, wir haben schon ein bisschen Oh, sorry, Leute, das gerne. Unten zum Schutz, oben die dicke, ist auch damit wir die andere Seite ein bisschen Plane haben. Und hier kommt jetzt unser Hauptplane rauf. Aber die zwei Plane haben die gefunden, geil, ne? Wenn ich hier so ein bisschen Gaffer gesaved kriege, oder? Ja. Ich kann das ein bisschen festkleben, auch nicht schlecht. Sieht nicht schlecht aus. Mhm. Sieht auf jeden Fall nach, richtig gut wasserdicht aus. Ist stark. Die Frage ist, ob sie darüber jetzt nochmal irgendwas machen, weil das bräuchtest du eigentlich nicht. Das wäre nur eine optische Sache. Eigentlich kannst du ja so jetzt lassen. Ist ja perfekt. Ist richtig gut, ey. Stark. Hier seht ihr das immer schön alles festgelegt. Bis oben hin. Die andere Seite brauchen wir nur die Kurve, das reicht uns. Auch gut. Weil hier unten ist eh so viel Zeugs, da sind so krasse Bäume. Das passt auf jeden Fall. Die müssen wir nur noch fixieren, damit die nicht quasi mit dem Wind zurückbounced. Und dann ist das schick. Langes Dach, kurzes Dach, geiles Bett. Was ich schade finde bisher, dass das Wetter echt fast immer gut bis sehr gut ist. Mein richtiger Regenschau wäre kontentechnisch auch mal geil, für die Teilnehmer natürlich mäßig. 100% deiner Meinung. Das Ding ist nur, du hast ja aufs Wetter keinen Einfluss. Du hast maximalen Einfluss darauf zu sagen, wann machst du so ein Projekt. Aber ja, dass jetzt da plötzlich die ganze Zeit gutes Wetter ist, ja. Hinten. Das willst du machen, ne? Das kannst du nicht beeinflussen. Und dann ist geil. Ey, wie groß das ist, ne? Du kannst sogar stehen. Ja. Hier rechts. Aufenthaltsbereich, Schlafbereich. Bombe. Den Aufenthaltsbereich hätte man vielleicht ein bisschen freier räumen müssen, aber ja. So, wir haben jetzt nochmal gut lang Pause gemacht. Sonne setzt sich jetzt. Jetzt haben wir uns gesagt, wir gehen jetzt nochmal ein bisschen Grün holen fürs Bett. Einfach aufstocken. Ja. Je gemütlicher, desto gemütlicher, sagen wir immer. Aha. Wir haben uns auch richtig geil unterhalten. So ja. über Weisheit des Tages? So tiefgrünige Sachen. Das war irgendwie auch gut für den Kopf, muss ich sagen. Also es ist krass, über was man sich hier vor Ort alles Gedanken macht. Ja. Du, ja. Weil du halt komplett isoliert bist von allem. Also klar, man hat seinen besten Kumpel bei. Aber trotzdem. Man vermisst trotzdem die anderen Menschen sozusagen. Kein Einfluss von Medien oder irgendwas. Ne? Das ist. Und das ist, glaube ich, jetzt nochmal der Unterschied, weil die beiden konnten sich jetzt quasi aussprechen miteinander. Haben das auch nicht gefilmt. Kann ja jeder selber entscheiden und geht ja auch nicht irgendwas an, was man da so bespricht. Bei einer Solo-Edition, wie Staffel 1 und Staffel 2, bist du mit diesen Gedanken halt allein. Und da ist die Wahrscheinlichkeit höher, je nach Typ, dass du dann so eine Gedanken dann doch schon mal eher mit einer Kamera teilst, einfach um es irgendwie rauszulassen. Das ist halt dann der Unterschied zwischen Team und Solo. Das ist krank, was das mit dem Kopf macht. Ich habe relativ oft den Moment, wenn ich irgendwas Geiles sehe oder so, dass ich das Handy zücken will und eine Story machen will für uns, für unsere Zuschauer. So, aber hey, warte mal, ich kann gar keine Story machen. Es ist wirklich krank. Aber wieder schön sonniger Tag jetzt zum Ende gewesen. Ja. Wir sind jetzt so motiviert, dass wir noch mehr Grün holen, damit es wirklich eine geile, gute Nacht wird. Ja. Und dann geht's morgen ins Fischen. Und wenn wir was fangen, dann ist das Ding. Dann schreiben wir euch dann an. Dann ist geil. As fuck. So. Skifahren. Skifahren. Okay. Ja, lass. Ist gut, komm. Ist gut. Gib mal die Brühe rüber. Jetzt machen wir mal warm, oder? Vorher. Oh, fuck. Oder? Ja, jetzt. Ja. Nee, wir machen es erstmal warm. Wenn es nicht klappt, haben wir Brühe verkackt. Ja. Also, wir kochen das erste Mal auch in einer Plastikflasche. Muss man auch den Leuten sagen. Ach. Ja, was soll passieren? Wenn wir die nicht mehr haben, sind wir ganz schön aufgeschmissen, gell? Das ist eine gute Hitze, komm. Was ist denn? Ich sehe da kein Feuer. Du kannst eigentlich da reinstellen. Hä?
Nicht, dass er aber durchbrennt, gell? Ja, ja. Perfekt. Ah, jetzt. Perfekt. Ja, jetzt zündet es auch durch. Auf dem Feuer? Was ist das? So. Komm, ich heb's mal. Pass auf. Nee, ganz einfach. Aber mit der Kunststoffflasche funktioniert das doch eigentlich nur richtig gut, wenn die halt komplett gefüllt ist und nicht nur so ein bisschen hier unten, weil es geht ja darum, dass das Wasser den Kunststoff wieder runterkühlt, beziehungsweise die Hitze dann davon aufnimmt und dadurch der Kunststoff nicht schmilzt. Aber in dem Moment, wo hier nur so ein bisschen Wasser drin ist, weiß ich nicht. Schieb sie hier durch. Ganz anders. Wie? Aber so. Ah. Fuck. Guck mal hier. So. Wir haben noch 100 Meter. Oh, so viel. Ja, okay. Ja, komm. Passt rein. Passt, reicht. Wir müssen es irgendwie mischen. Ablecken. Wir müssen es irgendwie mischen. Wir müssen es mischen. Geht es? Ja, ja. Löst sich's auf? Lass das schmecken. Boah, riecht schon richtig. Lass riechen. Boah. Ich weiß, warum machen die so wenig? Ich glaube, ich würde eher ein bisschen mehr Wasser, also mehr Wasser, nicht mehr Wasser, ihr wisst, was ich meine, mehr Flüssigkeit reinmachen. Dann ist die Konzentration vielleicht nicht so intensiv, aber dann hat man auch mehr, oder? Ich weiß nicht, warum die nur so einen Schluck da irgendwie machen. Macht die ganze Flasche. So. Hätte man doch mehr Wasser nehmen sollen. Ja, na gut, sagen sie gerade selber. Oh. Heiß? Wie ist es? Es ist perfekt von der Temperatur her, perfekt vom Geschmack her. Das ist die beste Suppe meines Lebens. Ich habe nur ganz wenig genommen, wirklich ganz wenig. Die Zunge angenippt. Ja, nimm ruhig. Trink doch. Nimm ruhig, trink ruhig aus. Ich box nicht. Ich box nicht. Ich box gar nicht. Dann würde ich sagen, packen wir da jetzt die Muschel rein. Jetzt die Hauptspeise. Muschel rein, komm, Abfahrt. Jetzt kommt die Hauptspeise. Boah. Rein, oder? Perfekt, die Glut. Schmeiß rein. Vier Muscheln. Ey, aber sie sollen nicht zu Kohlrahmen. Ach schon, die müssen schon brutal sein, oder? Ach. Ja, die muss fertig sein. Warte mal, ich gebe dir schnell zurück. Warte. Ja. Okay. Ist die noch zu? Die ist zu. Ist die zu? Ja. Warum ist die? Oh, war die schon offen da. Das muss durch sein. Scheiße. Und jetzt einfach rein, oder? Knossi denkt sich gerade so, scheiße, jetzt müssen wir den Mist auch noch essen. Riech erstmal dran wenigstens. Schneiden wir es mal. Oh, riecht richtig fischig. Schön die Kippe im Maul. Riecht geil. Riecht richtig muschelig, ja. Muschelig riecht's. Stark. Kleines Stück Protein ist doch mega. Da, schau. Na ja, komm, schneid durch. Ess mal, ist echt zu viel, riskieren wir. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß es nicht. Weißt du, welche Farbe ist das? Orange, rot. Red Tide. Hä? Ist es das? Schneid mal damit durch. Rote Verfärbung an Muscheln können von der Red Tide kommen. Echt? Ist das echt so? Das wusste ich gar nicht. Was auf schädliche Algen und ihre Toxine hinweist. Soll doch weiß sein, ne? Ja, in der Mitte ist so weiß. Das ist komisch. My Prediction, die essen die nicht. Nicht, ja? Die essen die nicht. In der Mitte ist sie ja weiß. Was machen wir? Ich weiß es nicht. Oh, fuck. Fuck. Wie riecht's? Ach, es riecht komisch. Also es riecht. Ah, es riecht nach Muschel. Probieren wir es mal, schlucken sonst nicht runter. Komm. Oder? Ja, komm. Oh. Dann machen wir es halt. Oder? Ja, aber nicht runterschlucken, ne? Ey, Sascha, wirklich, das ist echt. Wenn wir die falsche Muschel. Boah, ist das lecker. Boah. Echt? Ja, ist doch nice. Boah, schmeckt wie Steak. Schmeckt wie Fleisch. Bruder! Unglaublich gut. Och. Ich schluck. Ist so lecker. Ich sag doch der Körper, dass es mir nicht sitzen kann, wenn ich es recht hätte. Boah, wie Steak, oder? Sag mal. Ja, wie Steak. Traum. Wie Lachs, wie Lee. Ja. Angebraten.
Ja. Hast du runtergeschoben? Ja. Mach noch eins. Und hab's auch noch schluckt. Verdammte Kacke, Sascha. Wenn das wirklich Gift ist. Dann war's ein leckeres letztes Mal. Dann gehen wir heute Nacht. Das ist wirklich kein Spaß, ne? Lass lieber, eine reicht. No joke. Wieso? So, die Hanna fleißig am Schnitzen. Was war ich mit dem Bogen? Sieht schon richtig, richtig gut aus, finde ich. Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Dann kann man das später nutzen, um was aufzuhängen oder ja. Weil. So nah ran. Mal gucken, wofür das genutzt werden kann. Und ich werde jetzt hier mal Kerben reinhauen, links und rechts, damit unser Bettgestell auch ordentlich steht. Habe ich das verpasst oder war nicht eigentlich noch diese Bogengeschichte? Der Bogen bei den Basics der Funktion des Bogens nicht verstanden wurde? Aber das wurde noch nicht gezeigt oder habe ich das übersehen? Noch ein bisschen weiter kommt geschnitzt noch? Hier okay. An meinem Bogen und da jetzt ordentlich, was sagt man, Anzünder gesammelt. Okay, ist das noch nicht fertig. Ist geil, dass sie diesen Schlauchschal um hat, wo so dieses Label drauf ist, wo auf der Stirn von ihr einfach Made in China steht. So, ich mache jetzt immer von beiden Seiten hier rein und werde dann langsam das Holz rausschlagen. Wir werden später wahrscheinlich auch den Betoner noch mal ein bisschen kleiner machen, weil der schlägt mich einfach selber an. Der Betoner. Der Erleichte. Von beiden Seiten. Und dann kratzen wir es langsam, aber sicher raus. So, das ist jetzt meine Arbeit. Hanna hat gerade den übelst geilen Klopper gefunden. Der ist einfach richtig perfekt, um darauf hier rumzukloppen und damit seine Dinger besser zu bauen. Damit kommt man nämlich viel tiefer rein und schlägt sich nicht immer selber in den Ellbogen rein, wie so ein Dulli. So, das ist jetzt die Bettkante. Im besten Fall, aber so ist besser. Wofür ist das jetzt da? Was ist das jetzt? Ja, so ist besser. So hält es ganz gut in den Rillen. Da können wir ein bisschen gegentreten. Und ja. Was? Ich verstehe es nicht ganz. Fühlt uns besser. Hanna ist nach wie vor. Soll da jetzt was draufkommen? Am Schnitzvorgang. Und hat schon was. Zum Gegentreten? Zum Gegentreten? Für die Füße? Damit sie nicht runterrutschen können? Okay, verstehe nicht. Richtig geiles gebaut. Bin stolz auf dich. Geil. Okay. Das war nur eine ganz kurze Runde hier bei den Mädels. Wir haben den Feierabend eingeläutet. Oh. Haben aber eine ganze Menge geschafft. Fast 10 Stunden heute. Geknuppelt. Alter. 10 Stunden Maloro, Alter. Natürlich nicht fertig, aber wir sind gut weit gekommen. Guckt mal an, was wir hier gebaut haben. Ja. Haben hier die ganze Konstruktion, das Konstrukt gebaut. Mit Stämmen so und so. Ja, ja. Schon provisorisch ein bisschen was mit den Tannenzipfeln ausgelegt. Aber wo diese Tannenzipfel sind jetzt erstmal nur wegen Schattenspenden, oder haben was? Haben ja auch alles schön umknotet mit dem blauen Seil, also was wir gefunden haben. Und hier drunter kann man erahnen, dass es über die nächsten Tage sehr, sehr sexy wird. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Motivation geschöpft, hier die Tage unsere Villa hinzuknüppeln. Es läuft. Und weil es so gut läuft, natürlich alltägliches Szenario. Wir gehen noch mal kurz zum Strand runter und machen den täglichen Flip. Heutiger Flip ist ein Wall. Aber bei Joey und Jan liegt man doch total schräg. Ich weiß nicht, ob das nur durch die Kamera kommt, aber für mich sieht es auch sehr, sehr schräg aus. Wer weiß. Flip, absoluter Klassiker. Das heißt, ich trete gegen die Wand, mache dabei einen Rückwärtssalto. Mal gucken, ob die Energie noch reicht, um das vernünftig zu machen. Ja. Ich bin gespannt. Oh, kriegen wir jetzt das What the fuck wieder? Ja. Wow. Juhu. Reicht noch. Energie ist noch da, trotz wenig Essen und alles. Geil, ich bin happy. Not bad. Heute gab es nur ein Huh.
Oh, jetzt wird hier jeder noch mal kurz angespielt, oder was? Leute, Projekt mit heißen Steinen abkochen geht weiter. Wir probieren hier irgendwie Feuerholz aus dem Sumpf zu ziehen. Das sieht aber gut aus. Ich suche jetzt Steine. Das sollte aber kein Problem sein, hier sind ja überall welche. Mhm. Wir wollen die in die Ecken legen. Seht ihr gleich, was ich meine. Deswegen müssen die relativ flach sein, aber auch nicht zu klein. Okay. So, ich habe jetzt die hier geholt. Die können wir hier ultra chillig hintun, ohne dass sie reinfallen, weil sie nicht rund sind. Und die können sich super erhitzen, aber noch dick genug, um Wärme zu speichern. Und wenn wir die schon hier hinlegen und die volle Hitze ballert. Ja. Ach so, die wollen nicht reinmachen, sondern oben drauf. Ich bin echt gespannt, wie viel Steine wir brauchen. Ja, wie viel Steine wir brauchen, um das zum Brennen zu bringen. So, wenn die hier so hinlegen. Okay, verstehe. Ist das Ding stabil? Ja. Und deswegen hier noch klein, habe ich sogar mitgebracht. Alter, das habe ich so vom Augenmaß gedacht. Wie kriegen wir die komplette Fläche ab? Perfekt. Ziemlich genau. Okay, dann lass Wasser holen und anfangen. Okay? Bin verdammt gespannt. Okay, für Steine brauchst du aber auch. So, das sieht ja schon mal sehr professionell aus, die Vorbereitung. Ja. Aber Leute, wir haben das hier alles nicht gemacht. Mit Bartflechte nicht. Mit den komischen Sachen, die wir eigentlich entastet haben. Mit fucking Mangrovenbüschen. Und mit Treibholz. Und mit Steinen. Mhm. Und mit braunem Wasser in Kanistern. Mhm. Sehr gut. Ja, das sieht doch gut aus. Schön rein da. Fantastisch. So. Ja, und jetzt ist nämlich der Klassiker, das Feuerzeug irgendwo in den Dreck zu legen. Dann hantiert man rum und das ist weg. So, ein Scheiß. Das ist wie mit dem Feuerstahl. Den musst du direkt irgendwo hinhängen, hinlegen oder direkt in die Tasche packen. Das ist ein klassisches Ding, was oft schon passiert ist. Mir auch. Ich leg die große rein, und die kleinen. Ja, seht ihr hier? Er holt jetzt was. Hier liegt das Feuerzeug. Hier kommt gerade schon die erste Schippe Kies drüber. Zack, jetzt hier noch mit dem anderen Fuß. Wird bestimmt nicht passieren, aber es ist schon zur Hälfte im Dreck, ist es schon drin. Besser. Stopf die mal richtig rein da. Mit Kraft. Boah. Ja, gerade noch so gesehen. Ja, deswegen habe ich so viel geholt. Mhm. Alter, scheiße, die Handschuhe sind abgebrannt. Nein. Wie heiß ist das? So heißt das. Nur die Außenschicht. Der Stein darf nicht reinfallen, wir wissen nicht, wie wir den rauskriegen, ne? Ja. Joris hat seinen Feuerstahl auch verloren. Ja, irgendwas war doch da. Wurde der nicht weggespült oder sowas? Weil der irgendwo rumlag? Nee, der hat ihn. Warte mal. Er hatte doch zum Trocknen den irgendwo hingelegt, oder? Feuerstahl zum Trocknen? Ergibt das Sinn? Ich meine, er hat gesagt, er hat doch irgendwie zum Trocknen irgendwo hingelegt und dann ist die Flut gekommen. Ich weiß nicht mehr. Guck nochmal nach, wenn es dich genau interessiert. Wie viel Power haben diese Steine? Passen diese Steine überhaupt durch die Öffnung der Flasche? Kriegen wir das damit schon gekocht? Ich glaub's nämlich nicht. Der vielleicht schon, aber der und der hier doch. Drei Steine werfen wir rein, dass das Ding hier kocht. Das ist viel Wasser. Ach so, nee, das machen die da rein. Ah, okay. Ich hab nichts gesagt. Ich dachte, die wollen das in die Nelgin-Flasche machen. Ja, Kanister, alles gut. Wie lange lassen wir die da drauf liegen, ist die Frage. Ich würde den ersten schon runternehmen. Wirklich? Sicher, sicher. Ja, oder in wenigen Minuten. Ich nehme mal einen Stein runter und tu ihn hier rein, ja? Hat das gezischt überhaupt? Ja, ein bisschen. Blubbert auch auf dem Stein. Jetzt den anderen? Ja. Oh ja, blubbert ein bisschen mehr. Und der auch noch? Ja. Der war nicht so heiß. Und jetzt passen fast keine Steine mehr rein. Ja, gut. Wir müssen mal überlegen, was wir hier machen. Das machen wir alles nur, weil wir keinen Wasserfilter mitgenommen haben, wie Fritz. Wir wollten keinen Wasserfilter mitnehmen, weil das, also weiß ich nicht, passt zwar in die Flasche, aber wäre zu free, ist irgendwie, trinkst du aus Wasserfilter, weißt du? Ja. Das wäre uns zu einfach gewesen. Ja. Und jetzt haben wir. Naja, also manchen sind die Regeln zu einfach. Da macht man sich selber ein bisschen schwer. Wie Fabian Staffel 1 mit Messer und Feuerstein. Kann ja jeder selber entscheiden. Also alles gut. Noch nicht mal ein Kochtopf und kochen mit Steinen. Fritz und Martin können an diesen braunen Kackfluss gehen, ja. Strohhalm reinhalten und trinken.
Aber dafür ist den richtig langweilig, sage ich. Oh. Oh mein Gott, ey. Ja, uns ist super langweilig, weil wir einfach in Quarantäne auf dem Hotelzimmer hocken. Der ist heiß, Etuva, rein, halt die Kamera. So sehe ich aus. Ich sehe viel beschissener aus als du. Echt? Ja. Wieso? Du siehst ziemlich fertig aus, ja. Aber so siehst du halt aus, ne? Ja, der Typ versteckt sich hinter einem Cowboy-Hut, einem Schnauzer und einer Brille. Korrekt. So, ein Stein rüber? Ja. Musst du jetzt schnell machen, der ist richtig heiß geworden. So muss es zischen. So muss es zischen, das hat vorher so nicht gezischt. Noch ein. Boah, das Wasser ist aber auch richtig schön schwarz jetzt, ne? Ja, aber das Wasser blubbert halt auch nicht, ne? Es blubbert die ganze Zeit. Naja, mal kurz halt. Einmal kurz festhalten, Max glaubt, dass dieses heiße Wasser... Alter, das ist komplett schwarz! ...ungesünder ist als Mikropofforte. Wir wissen nicht, dass es heiß ist. Komplett. Wir wissen nicht. Wir wissen nicht, dass es heiß ist. Wir wissen nicht, ob es heiß genug ist. Da ist so viel Asche mit reingekommen. Das sind richtig große Stücke Asche vom Holz. Aber dampft ja. Ja, dampfen. Aber wann fängt... Wenn du einen Tee hast, den du trinken kannst, der trinkbar ist, der, keine Ahnung, 40 Grad hat oder was, dampft's auch. Wollte ich noch festhalten. Ich auch. Es kocht ja nicht. Das ist richtig, das ist eine Plürre. Klar, eine abgekochte Plürre, aber es ist jetzt nicht so das Braun. Ist das abgekocht? Ich für weiß Wumpfwasser? Nicht. Ich würde sagen nicht, dafür muss das ganze Wasser ja einmal richtig so ein bisschen sprudeln. Ich denke nicht, dass es abgekocht ist. Es ist warm, es ist heiß und es dampft, ja, aber abgekocht ist das, die ganze Asche, würde ich sagen, ja, nicht. Und das hat alles 100 Grad. Ja. Mindestens. Ja, ist doch dann gar nicht schlimm, Fall. Da lebt nichts. Kein Fall. Dann würde es doch blubbern. Wenn es 100 Grad hat, würde es doch richtig sprudeln. Macht's doch gar nicht. Guck mal, wie das am Kochen ist. Wir müssen die alle da reinlegen ins Feuer, Max. Siehst du einen, oder? Ja, können wir auch gefühlt die Kohle reinschmeißen. Dann transportiert die auch Wärme rein. Wow, wie das kocht! Ja, toll! Da so ein bisschen um den Stein rum halt. Ey, ich weiß zwar nicht, was die anderen Teams gerade essen. Ja. Aber wir sind hier mit Kelbrüsten. Lass mich kurz überlegen. Marlin und ich, was essen wir? Oh, Nudeln, Pommes, Pizza, Schokoeis. Oh, es gab so gute Wraps da in dem einen Shop nebenan. Oh, dann hatten die noch so komische Smoothies, so Eissmoothies. Köstlich. Schönes Seegras. Heute Morgen frisch geerntet. Frischer kriegst du es nicht im Supermarkt. Ach nee, das kriegst du ja nicht im Supermarkt, weil das voll scheiße ist. Da ist einfach unten alles abgebrannt. Nein, nur der eine. Ich wusste gar nicht, dass Kelb brennen kann. Respekt. Respekt, Alter, dass du Kelb zum Brennen bringst. Was mich nervt, dass es immer noch klipschig ist. Es gehört nicht auf, glitschig zu sein. 1% noch. Ich esse das jetzt, bevor die Kamera leer ist. Filmst du mich kurz? Ja, wieder. Ich esse die Scheiße. Mach schnell, mach schnell. Max, ist das getrocknete Kelb. Auf geht's, in den Mund damit rein. Komm, schnell. Auf geht's. Und schmeckt's besser als vorher. Der Blick. Nee. Oh, oh. Kotzt du? Nomad hat gerade probiert, einfach ohne Kamera, chillig. Ich fand den frischen aus der See besser als den gerösteten. Kann aber auch sein, dass der jetzt da schon einen Tag hängt, ne? Lass mal den Kelb, den wir da jetzt haben, wegtun, oder? Oder willst du den noch essen? Aber ich muss sagen, ich find's irgendwie geil, weil die experimentieren so ein bisschen rum. Wisst ihr, was ich das meine? So vom Content her, vom Angucken finde ich's cool. Sie essen den so, dann rösten die den, dann machen die das dann mit den Steinen und Kanistern, dann bauen die am Shelter weiter, also und da so viele verschiedene Sachen haben wir. Also ich find's geil. Weg, wenn du morgen den neuen holst? Boah, weiß ich nicht. Ja, dann lass ihn lieber da. Lockt aber halt auch einen Bären an. Das Kelb lockt einen Bären an? Ja. Und was mit dem ganzen Kelb da unten? Wenn das da so hängt, riecht das glaube ich geiler. Ich habe jetzt gleich nochmal einen kleinen Chip gemacht. Und ich glaube, die Bären essen so über die Hälfte Kelb. Aber hier liegt doch überall Kelb. Aber nicht so tolle Blätter wie wir, die da haben, ehrlich gesagt. Musst du sagen. Denkst du, der Bär kommt jetzt und schnappt sich diesen Kelb? Diese Diskussion ist auch schon wieder viel zu geil, Alter. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0,5%.
Trink das jetzt. Du trinkst das, ich trinke eine Flasche. Was? Ja. Wieso denn? Wieso trinke ich das? Ich trinke das, dann füllst du die Flasche um. Dann füllst du in deine Flasche und ich trink's. Und hier raus trinkst du es nicht? Ich trink's aus der Flasche, trinke ich. Das ist ein Scheiß. Ja. Füllst du in deine Flasche und ich trinke. Das ist 700% öliger als das, was in deiner Flasche drin ist. Dein öliger. Dann kipp es weg und dann nimm das hier. Nein, wir kippen es nicht weg. So, wollen wir das jetzt hier beide trinken? Ich trinke dann meins. Das kannst du nicht vergleichen. Okay. Weißt du auch. Dann trinke ich das auch. Gut. Warte, habt ihr das gerade gehört? Achtet mal drauf. Achtet mal kurz auf Rumatras Stimme oder was er gerade gleich macht. Alter, nicht zu viel, Max. Nein, wir machen das leer. Weißt du, was noch abgefuckter ist? Was? Dass die ganze Asche, die da drin ist. Was? Und das, alle diese 1 Milliarde Pigmente. Ja? Boah, wie viel hier auch eine riesen Schicht ist. Hier ganz viel im Wasser drin hier unten. Ja, der ganze Dreck halt. Was noch abgefuckter ist, dass ich gesehen habe, wo es herkommt. Dieser scheiß Mangrovenkacksumpf, wo das steht und da nur Frösche reinscheißen den ganzen Tag. Dieses braune. Ey, du hast ich hätte das, glaube ich, jetzt noch mal irgendwie durch ein Stück Stoff einfach gefiltert. Also die haben es jetzt geil abgekocht, oder so ein bisschen zumindest abgekocht. Und jetzt hätte ich aber wegen dem ganzen Zeug das noch mal wo durchgefiltert. Das wäre doch perfekt. Allem recht, was du sagst. Scheißwasser. Wir hätten da gar nicht hochklettern dürfen. Jetzt wisst ihr, wie kacke unser Fluss. Boah, da schüttelt es mich. Ja, guck mal. Boah, mich jetzt gerade wie ganz physikalisch geschüttelt. Ja, weil es scheiße ist. Aber was sollen wir machen? Ey, ich glaube, von der Ausgangslage geht es uns gerade von allen Teams am schlechtesten? Ja. Witzig, das denkt jedes Team irgendwie so ein bisschen, ne? Das haben doch Kevin und Dominik auch schon gesagt in der Folge. Aber vom physischen und geistigen Zustand nicht. Nö. Ja. Ja, wir trinken aus irgendwelchen Plastikkanistern aus Japan. Ja. Mit heißen Steinen. Korrekt. Das macht doch keiner gerade. Das ist das einzige Team, was wir... Wahrscheinlich sind wir das einzige Team, was diese Scheiße gerade macht, ja. Einige Scheiße. Die anderen Teams haben alle einen Wasserfilter dabei. Echt alle? Mhm. Und wir wollten keinen mitnehmen, weil es das zu low ist. Das ist so dumm. Geil. Tja, ist die Quittung jetzt hier. Trink jetzt noch, oder lass mich mal trinken, dann gib's mir. Lass mich auch erstmal trinken, bevor du jetzt alles wegtrinkst, soll ich dann den Bodensatz trinken musst. Das ist sonst, also du weißt es. Was machen wir mit dem anderen Ding da? Boah, das, guck mal, wie schwarz das ist. Alter. Schön die Cola rein. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist mockig. Alter. Also der Look ist 6-. Ich hab noch nie so scheiß Wasser getrunken. Boah. Kohle drin. Hast du schon mal so Wasser getrunken, was so scheiße aussieht? Ich glaube, niemand hat das bisher. Digga, stell dir vor, wir kotzen einfach in 3 Stunden so heftig. Also kommen wir aus unserem Shelter raus und müssen alles voll kotzen. Dann gebe ich Sebo die Schuld. Weil der, also jeder ja? hat gesagt, solange das Wasser gekocht ist, ist es sicher. Ja, aber wenn wir jetzt wirklich mit den heißen Steinen das Plastiklegierung von da innen anschmelzen. Das sehe ich halt nicht, ne? Ja, aber weißt du? Oh Mann, ey. So, jetzt wird's ernst. Wir dachten einfach, wir laufen hier noch ein bisschen durch den Wald, ein bisschen scouten ohne Kamera. Und jetzt, Oha! Ja, ich schwör dir, da hinten knackt es. Ja. Hey, Bär! Hey, Bär! Hey, Bär! Dass da aber auch Gerrit nicht mal was gesagt hat, dass Andi das die ganze Zeit sich da ein Bier bestellt. Hey, Bier! Hey, Bier! Hier ist auf jeden Fall Code. Schwer zu erkennen, weil die Kamera das nicht so richtig scharf macht, ne? Ich sag Wolf.
Kotbraun. Ist richtiger Kot. Das sind... Leck mich am Arsch. Das sind Fischgräten da drin. Es ist nicht komplett frisch, aber es ist auch nicht steinhart. Das kann aber auch eine Luftfeuchtigkeit. Ja. Okay, krass, Fischgräten. Ist doch die Frage, ist es Bärenkacke? Machen die nicht größere Haufen? Ja, ist Wolf. Aber welches Tier ist sonst Fischgräten? Also Fisch. Wolf. In der Größe. Wolf. Ja, gut, stimmt schon. Oder? Ja. Okay, krass. Krass, 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 krass. Realisation. Okay, wir sind nicht weit vom Lager weg, oder? 100 Meter. 100 Meter circa, ja. Aha. Wow, auch Gerrit, Gerrit schon den hier. Gerrit hat schon den hier im Sinne von... Nee. Nee, 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 nee. So läuft das hier nicht. Gut. Ich würde sagen, der Plan wird aber fortgesetzt. Wir laufen weiter, so an der Küste, aber am Wald so ein bisschen nach rechts. Sind jetzt aber auf jeden Fall achtsamer. Und ich sag mal so, das Bärenspray wird jetzt mal ein bisschen gelockert hier, Freunde. Guter Plan. Ja, war mir schon klar, dass wir irgendeinen Tag Bärenkacke finden. Na, crazy. Tag 3, ha? Huh? Okay. Hey, Bier! Hey, Bier! Alter. Seven versus Wild. Panama. So, da sind wir wieder ausgegraut. Sehr schön. Naja. Juti, Daumen nach oben. Schaut gerne auf dem Kanal vorbei. Ihr könnt auch ruhig mal ein Abo da lassen, wirklich. Das macht ihr mit Absicht hier, dass ihr so kurz davor hier so stagniert so ein bisschen, ne? Naja, ist okay. Muss nur mitleben. Ja, Freunde. Däumchen nach oben, Kanal abonnieren, ihr kennt das Spielchen. Und bis zum nächsten Mal.